Hallo und herzlich willkommen hier zu Mountain Blade Warband. Ja, wir hatten in der letzten Folge des Öfteren versucht, diese Stadt einzunehmen, Ichamur. Sind allerdings an den hohen Verteidigungszahlen gescheitert, haben gute Fortschritte gemacht, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass Verstärkung eingegriffen ist und wir aufs gänzlichste geschwächt sind. Das heißt, ein neuer Versuch ist vorerst nicht drin. Und da wir verfolgt werden, werden wir uns jetzt ein wenig zurückziehen, bis ein paar von unseren und den Leuten unserer Verbündeten wieder gesundet sind. Oh, 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 na? Du wirst uns nicht angreifen. Dich würden wir schaffen. Falsche Richtung, Kumpel. Falsche Richtung. Ah, jetzt läuft er weg. Und er ist fällig. Er ist fällig, den kriegen wir nicht mehr zurück. Vielleicht können wir ihn aufhalten und dann einen gewissen Ausgleich schaffen. Die Region ist zu schlagen. Aber er versteckt sich lieber. Ah, 10 sind wieder dabei. Da sind auch wieder ein paar dazugekommen. Ah, auf diese Weise wird es nicht reichen. Nur mit einem Gefolge, den anderen, den verliere ich wohl tatsächlich. Okay, kommt zusammen. Näher, noch näher. Der ist immer noch auf der Flucht. Ja, der sucht jetzt eine sichere Zuflucht auf. Wird uns also nicht weiter folgen. Ach Jungs, ihr könnt doch nicht jetzt auch noch schon wieder Zwistigkeiten anfangen mit Swadien. Wir haben doch gerade einen eigenen Feind, den wir in die Knie zwingen wollen. Ja, hier werden sie stärker. Das ist, wenn er nicht mitmacht, dann sind wir zu schwach. Bedeutet für mich... Halt. Nee, das lassen wir denen nicht durchgehen. Dass die unsere Gefolge angreifen. Wir werden jetzt erstmal den Feind in die Flucht schlagen, dann werden wir unserem Gefolge sagen, rüstet euch neu aus, zieht euch zurück, leckt eure Wunden. Oh, stopp. Alle wieder hierher zurück. Dankeschön. Die Infanterie etwas nach vorne, genauso die Kavallerie. Und wir werden mit den verbündeten Truppen das feindliche Lager ein bisschen in Unsicherheit stürzen. Weil es kein richtiges Lager zu geben scheint, das ist ja... Ich sollte mir angewöhnen, sofort nach den Schlachten die Bewaffnung zu ändern. Jetzt habe ich wieder die Belagerungsarmbrust in der Hand und kann sie nicht auf dem Pferd nachladen. Yay, und was ist mit dir? Verflucht, mein Freund. Doch nicht. Die Waffe ist zu kurz. Ja, das wäre auch erledigt. Ah, da vorne sind tatsächlich noch ein paar übrig geblieben. Oh, noch einer weg. Der da vorne dürfte gar einer der letzten sein. Ah, ich treffe wieder. Das ist gar nicht schlecht. Ja, da kommt das Jubeln. Der Kampf ist vorbei, wir haben gesiegt.
Keine Verluste, Verbündete, keine Verluste, Feind in Grund und Boden gestampft. Sehr schön. Er bedankt sich nochmal, wie es sich gehört. Den Feind, den lassen wir wieder laufen. Je mehr Freunde wir haben, umso besser. Oh ja, wir müssen auch irgendwann wieder unsere Nahrungsmittelressourcen aufstocken. Und die Mischung nach oben legen. Ich habe zu viel Korn im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Ja, Truppe, Shavi, du hast einen Auftrag. Ich will den Feldzug beenden, alle können heimkehren. Genau. Dankeschön, sie macht das jetzt, sie spricht jetzt mit jedem. Wo die jetzt schon wieder hinreiten, weiß ich auch nicht. Ja. Gut, egal. Wir müssen uns wieder neue Rekruten sammeln. Wir können ja dann in ein paar Tagen, wenn wir selber wieder genug Leute haben. Da helfen wir besser mit. Es wird schon zur Gewohnheit, dass wir ihm aus der Patsche helfen. Dass er aber auch glaubt, er müsse jetzt seine Verluste aufstocken. Oder seine Verluste wettmachen, indem er Verbrecher jagt, also die Banditen, im Feindesland jagt. Ich weiß nicht, ob das die beste Möglichkeit ist, sowas zu machen. Ich habe wieder vergessen, die Ausrüstung zu wechseln, das heißt... Nahkampfwaffen. Und ja, das ist schön, dass die ganzen vom Pferd fallen, die ganzen Feinde. Und er hier ist auf der Flucht. Das heißt, es könnte ihm sogar gelingen. Nein? Unsere Bogenschützen und Armbrustschützen sind gut genug, um ihn vom Pferd zu pflücken. Das gefällt. Er dankt uns wieder. Und wieder mal steigert sich unser Ansehen bei ihm. Wir haben die ersten 5 weiteren Rekruten. Ein ganz guter Anfang. Und wir können nochmal neue Schätze plündern. Zum Teil recht wertlos, aber gut. Ich werde mich jetzt nicht beschweren. Meine Verluste waren... Oh. Ja, gut, dann versuchen wir denen nochmal das Fell abzuziehen. Weil unser Kamerad hat sich von denen gefangen nehmen lassen. Das war echt ungeschickt von ihm, mit 6 Mann, obwohl, na gut, er hatte über 30 dabei, aber mit 6 Mann, die kämpfen konnten, hat er sich fröhlich und ungehindert in den Kampf gestürzt. Jungs, lasst mich mit dem Pferd durch. Wie soll ich euch beschützen, wenn ich nicht auf den Gegner eindreschen kann? Andererseits ist es eigentlich so gedacht, ihr seid die Truppen, ich bin der General, ihr sollt mich beschützen, damit die nicht auf mich eindreschen können. Okay, da sind jetzt ein paar von den Fußtruppen, die übernehmen das jetzt mal selbst. Lassen wir mal besser. Ich treffe hier wieder nicht. Oh, runter vom Pferd. Euch ist schon klar, dass mein Pferd nicht so eine gute Rüstung hat wie ich.
sollte nicht immer auf mein Pferd einhacken. Wo kommst du hochgepanzert daher? Was eine gut geordnete Schlachtenreihe schon ausmachen kann. Da sieht man halt eben, dass unsere Verluste doch etwas geringer bleiben als beim Feind. Auch wenn er 3:1 zahlenmäßig überlegen war. Na, fall schon vom Pferd. Wie gesagt, als Kriegerhauptmann passiert einem das nicht. Dass man da mit 3 Schlägen einen auf dem Pferd, einen leichten Reiter auf dem Pferd nicht vom Pferd kriegt. Mit 2 Schlägen ist Pferd und Reiter in 2 Teile geteilt. Er ist echt dick gepanzert, mein Herrn. Schön. Die berittenen Bogenschützen sind am gefährlichsten, weil die stellen sich keinen Nahkampf, die musst du im Fernkampf meistens besiegen. Die haben gute Pferde, das heißt, die können den Nahkämpfern auch ausweichen. Und das Problem dabei ist auch, die eigenen Schützen treffen nicht so gut, weil er mit einem Pferd sehr schnell unterwegs ist und einfach nicht treffbar. Oder nur schwer treffbar, weil er immer die Richtung wechseln kann, hat schnelles Tempo auf den Hufen. Gar nicht so einfach. Das war geschickt. Einfach im Baum zu bremsen, aber das war auch sein letzter Akt. Da ist noch einer. Geschafft. Ja, das Volk jubelt, wir haben gewonnen. Hat sich keiner mehr versteckt. So, Freunde, sammelt die Pferde ein, die will ich alle verkaufen. 5 Verluste, also dauerhafte Verluste mit den Toten. Jetzt sich in Grenzen. Und es sind noch 7 Reiter unterwegs, die schaffen wir auch noch. Da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt, Leute. Das ist vielleicht ganz gut, dass ich die Belagerungsarmbrust in der Hand behalten habe. So lerne ich wieder mal ein bisschen mit dem Pferd zu reiten und mit der Nahkampfwaffe zuzuschlagen. Was war das denn? Verdammt. Jungs, 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 ihr seid ausgebildete Ritter, ihr werdet doch noch einen vom Pferd stoßen können. Dankeschön. Gut gemacht, sehr gut. Und das hier hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, wir haben eigentlich gleich die Truppen wieder beisammen, um in den Krieg zu ziehen. Nordveteranen, äußerst gut. Oh ja, das ist nicht prickelnd. Armbrustschützen nehmen wir mit. Wen haben wir denn noch? Warlock Scharfschützen muss mit. Könnte ich eigentlich alle mitnehmen? Aber ich weiß nicht. Noch ein paar gute Schützen, ein bisschen Speerwerfer. Infanterist, der ist bestimmt gut. Ah, der Rest ist, naja, nicht so prickelnd ausgebildet. Dann nehme ich ein paar Stammeskrieger mit und habe noch 3 Positionen frei.
Gar nicht ausgebildet, gar nicht ausgebildet. Leicht ausgebildet. So gut wie gar nicht ausgebildet, gar nicht ausgebildet. Euch kenne ich nicht, euch nehme ich mit. Und unsere Soldaten haben genug Erfahrung gesammelt, um wieder befördert zu werden. Auch noch ein paar Infanteristen. So, dann ist auch gleich unser Lager wieder voll. Also unser Gepäck. Na. Ja, so toll ist das Zeug auch nicht. Ich weiß, ich müsste eigentlich noch ein bisschen umtauschen an Waren. Werde ich jetzt aber nicht machen. Ich werde jetzt erstmal zurück in eine Stadt reiten, die nicht mit uns im Krieg steht. Mit etwas Glück kann ich da die Gefangenen loswerden, damit ich wieder neue Gefangene machen kann. Oh, Geldsegen. Geldsegen ist schön. Differenz von 7.000, 6.000 nur. Puh. Müssen wir mal schauen, wo wir wieder Geld herkriegen. Gut, wichtigste erstmal Inventar lösen oder entrümpeln und Gefangene verkaufen, dass wir dann wieder ein Reichtum im Ernst. Der Sauflustige möchte im Ernst mit uns prü sich prügeln. Gut, wir werden ihn mal beleidigen mit "Ich bin mir nicht sicher", irgendein Tier. Weil er sich fragt, wen wir denn so anschauen. Fühlt sich dadurch das Anschauen sehr belästigt und so. Jetzt will er uns das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ja, okay. Die erste Waffe, die ich immer ziehe, ist die Armbrust. Und der Schankwirt möchte keine Schießerei in seinem Etablissement. Also schlagen wir dann mit dem großen Säbel zu. Und da reicht ein Treffer. Und er fällt tot zusammen. Ja, jetzt freut sich der Gastwirt, dass es halt eben ohne größere Blutverluste schnell erledigt wurde. Und wir behaupten mal, es sei eine Verschwendung von Leben gewesen. So, jetzt brauchen wir noch irgendjemanden. Schankwirt, dich brauchen wir nicht. Borscher brauchen wir nicht. Reisender und da gut, die Landsknecht-Kavallerie, die wäre schon was Schönes, aber wir sind ja von Soldaten hier komplett ausgebildet oder ausgestattet. Wir können keinen mehr mitnehmen. Dann verkaufen wir mal Ramsch. Das Schwert hatten wir gerade eben, dieses nordische Schwert hatten wir gerade eben bei dem Raufbold an uns genommen. Hat sich gerade gütlich getan, dass hier ein Lebensmittel aufgebraucht wurde. So, jetzt machen wir erstmal mit dem ganzen Plünderkram Geld. Ja, den letzten Bogen müssen wir woanders verkaufen. Machen wir hier. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Wurst mit. Dann ein paar Trauben. Wir werden bestimmt gerne Trauben essen, etwas Kohl, etwas Brot. Mehr habt ihr nicht? Enttäuschend. Rüstungen. Ja, unsere ist leider genauso gut wie die beste, die sie uns anbieten wollen. Genauso an Beinpanzern. Unser Helm ist weitaus besser. Unsere Handschuhe sind auch schon weitaus besser. Ja, dann würde ich sagen, hat sich das soweit erledigt. Wir werden uns jetzt nicht weiter ausrüsten können. Das macht aber nichts. Wir müssen sowieso weiter ins Inland und mit etwas Glück können wir da endlich die Gefangenen loswerden. Das ist jetzt das nächste große Ziel. Naja, groß nicht unbedingt. Aber die sind auf der Flucht vor uns, die Karawane. Weil sie zu einem feindlichen Land gehört, aber ich möchte sie eigentlich gar nicht überfallen. Das würde unserem
Gerechtigkeitssinn widersprechen. Boja Hugu ist gar nicht mehr so schlecht auf uns zu sprechen. Vielleicht, weil wir seine Karawane haben ziehen lassen. Hoffen wir mal, dass es der Grund war. Oh, hier gibt es ein Turnier. Ihr wisst, ich mag Turniere. Bin zwar nicht gut drin, aber ich mache die unglaublich gerne. Und wir haben einen Lösegeldhändler. Ja, hier, ich verkaufe dir ein paar von meinen Gefangenen. Danach kann ich noch meine Leute wieder trainieren. 3 mal 160. Nochmal 180. Und die Steppenreiter 15 Mal. Ja, wir haben ungefähr 2.500 Dinare nur mit dem Gefangenenverkauf gemacht. Das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Ah, die Rüstung ist nur ein Tick besser bei der Körperpanzerung um 2 Punkte. Die Stiefel sind besser, die Handschuhe nicht. Stiefel um 2 Punkte besser. Ja, das mache ich mal aus dem einfachen Grund, ich möchte hier endlich mal etwas über 50 stehen haben. Hat jetzt nicht so viel Effekt und es ist eigentlich recht sinnfrei. Aber mein Ego gebietet es mir. Und dementsprechend kann ich den anderen, die getragenen Stiefel, weiterreichen. Deshavi kann bessere Stiefel gebrauchen. Katrin, was für Stiefel hast du? Ah, die gleichen, die Deshavi hatte. Mattheld, kann ich dir die Stiefel anvertrauen? Ja, und schon haben wir eine bessere Kriegerin. Ich glaube, irgendwann muss sie ihren Helm und ein Schild besorgen. Ich glaube, die wird recht früh im ganzen Kampfgeschehen immer vom Sattel geprügelt. Das müssen wir demnächst ändern. Wie weit bist du eigentlich noch von deinem Stufenaufstieg entfernt? Das geht. Müssen wir nur ein paar Schlachten schlagen. Beihandwaffe gelernt. Sehr schön. So. Armbrustschützen. Armbrustschützen kann man eigentlich nie genug haben. Turnier. Richtig, wir wollten ein Turnier kämpfen. Das heißt, ich wollte im Turnier teilnehmen. Ich platziere immer mal wieder die Wetten. Hier geht es eigentlich gar nicht mehr ums Geld, aber es gehört dazu, wenn man beim Turnier teilnimmt, dass man da auch wettet. Finde ich. Man muss ja einem auch ausstrahlen, dass man auf sich selbst vertraut und so weiter. Die meisten, die hier mitmachen, sind von uns, bis auf die beiden Profikämpfer und ganz viele namenlose Krieger in verschiedener Güteklasse. Oh ja, die Lanze, die finde ich gar nicht schlecht im Turnier. Das war ja auch eine der ersten Waffengattungen, die wir am Anfang gelernt hatten, zumindest geübt hatten, ein bisschen. Von daher sind wir nicht ganz schlecht in der Waffe. Aber wenn jetzt irgend sowas wie Bogen kommt und wir müssen in dem Turnier hier mit Bogen kämpfen, egal ob beritten oder zu Fuß, und dann sind wir echt aufgeschmissen. Hohoho. Geh doch mal weg, bitte. Danke. Jawohl, Treffer. Unser Veteran kämpft mit. Der hier braucht etwas Hilfe. Wir haben echt Schwierigkeiten, die richtig zu treffen. Das heißt, unsere Leute haben Schwierigkeiten, die richtig zu treffen. Auch nicht unbedingt auf diese Waffe ausgebildet, die sie haben.
komm schon. Der hier ist keine Gefahr. Der steht, zumindest für uns keine Gefahr. Der steht auf dem Boden und hat eine Lanze in der Hand. Das ist eher unwahrscheinlich, dass er genug Kraft aufbringt, um uns gezielt vom Pferd zu stoßen. Nein, wir geben sie ihm mit, weil wir ihm entgegenreiten. Unser Bogenschütze soll das machen. Sein Job. Normalerweise stoße ich die gerne nieder. Unser Bogenschütze macht gar nicht erst mit. Hallo? Oh, schön, einmal getroffen. Da sieht man wohl, dass wir doch noch nicht mehr oder nicht mehr so viel Übung haben als Ankalia im Speer- und Lanzenkampf. Hey. Na endlich. Der Bogenschütze war recht nutzlos. Stelle ich gerade fest. Na gut, das Turnier ist noch nicht vorbei. Wir kämpfen in der nächsten Runde und haben Schwert und Schild zur Hand. Damit sind wir gar nicht so gut. Weil, wenn ihr wisst, wir kämpften früher mit Speer und danach mit Stabwaffen und danach kämpften wir mit Zweihandwaffen und ansonsten immer nur mit der Armbrust. Ist also, da sind wir nicht wirklich fit drin. Wir haben zwar ein bisschen zwischendurch geübt, als wir einen Stufenaufstieg machen konnten, hatten wir ein bisschen Training in diesen Waffen. Ups, Entschuldigung Pferd, das wollte ich nicht. Rückwärts fährt? Dankeschön. Geh weg! Du kämpfst auf meiner Seite. War ja nicht ganz. Triff! 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 In den Kampf, ihr Hunde! Will ich alles alleine machen müssen. Gut, neue Wette. Wer ist denn noch dabei? Oh, Katrin. Die neuen Stiefel machen sich bezahlt. Womöglich. Dass sie gleich hoch motiviert. Das war mal ein guter Angriff. Geschwindigkeit plus 777% Schaden. Also weil er auch so intensiv uns entgegengeritten ist. Geh doch mal weg. Wie soll ich dir rot töten, wenn du mir im Weg stehst, Freund? Okay, das arme Pferd niedergestreckt. Nehmen wir gerade den Bogenschützen raus. Na toll, jetzt habe ich das Sammelpferd niedergestreckt. Nee. Oder war es nur noch einer? Hat gut reagiert und sein Schild hochgerissen. Aber irgendwann bin ich auch dadurch. Das sollte ihm klar sein. Ach, verflixt.
Na, jetzt habe ich dich. Echt jetzt? Ich steche ihm in den Rücken, da hat er den Schild nicht. Ganz, ganz ehrlich. Und Angriff. Na, also wirklich, jetzt macht's keinen Spaß. Die Schilde in dem Turnier sind echt heftig. Ich glaube, das ist sein letzter Speer, sonst wird er den werfen. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, das ist eigentlich die Idee. Ich könnte das Pferd angreifen. Ja, ich greife das Pferd an. Dann ist er zu Fuß unterwegs und wird vielleicht seine Deckung etwas vernachlässigen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Na also jetzt. Jetzt fall doch vom Pferd. Du musst dich auch nicht mehr wehtun, Freund. Na, langsam. Mal sehen, in welche Wand er reitet. So. Was für ein Kampf. So schlecht kann man... Oh nein. Das ist nicht fair. Okay, warten wir mal ab und schießen auf den mit Schild und Speer. Der mit dem Bogenschütze, der Bogenschütze ist genauso schlecht ausgerüstet wie wir und dementsprechend wahrscheinlich schnell zu besiegen. Wie wir auch gesehen haben, hat er ihn schnell besiegt. So, das ist es, was ich meine. Seht ihr, wie dann unser Fadenkreuz wieder aufgeht, wenn ich länger ziele? Das... So, Fadenkreuz und größer und größer und größer. Also völlig sinnfrei, wenn man keinen Bogen beherrscht, mit dem Bogen durch die Gegend zu reiten. Fadenkreuz ist von Anfang an riesig. Und dazu kommt dann noch, dass es nach kurzer Zeit immer größer wird. Dafür ist aber ein Bogen eindeutig viel schneller im Kampf als jetzt eine Armbrust. Ich schieße 3 oder 4 Pfeile. Ja gut, eher nicht so viel, aber im Vergleich zur Armbrust schieße ich dann doch 2 bis 3 Pfeile. Er hat auch einen ganzen Batzen an Speeren mit dabei. Oh, Mist, bremst er doch ab. Oh. Das Interessante, Werfen ist noch ein Tick schneller als Bogenschießen, aber noch brutal viel ungenauer. Da einen ordentlichen Schuss zu setzen und platzieren ist äußerst schwierig. Finde ich zumindest.
Und die Munition, die man mitholt, ist auch äußerst gering, aber dafür ist halt eben der Schaden beträchtlich. Die Folge wird ein Ticken länger, aber ich will das Turnier halt eben noch ganz mit aufnehmen. Hey, die Runde war schnell, unser Lanzenreiz war echt gut. Ah ja gut, Gradus, dann ist mir das klar. Ein Profi-Turnierkämpfer. Und wir haben eine Zweihandwaffe. Das heißt, wir können gar richtig... Au, richtig kämpfen. Haben eine gute Chance, hier was zu reißen. Auch gegen ihn. Aber die höhere Reichweite, die hat er leider unterschätzt, unser guter Gradus. Er wollte ja nicht auf seinen Bogen wechseln. Ein erfolgreiches Turnier. Unser Ansehen in der Stadt ist gestiegen. Das seht ihr hier. Jetzt haben wir eine 1 da stehen. Und ja, natürlich das Vermögen, das wir uns nochmal dazu holen konnten. Nehmen noch ein paar Trauben mit. Ja, und das wird auch das Ende der Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.